Einen Hund für eine angebliche Missetat zu bestrafen, bewirkt nur, dass der Hund Angst vor ihnen hat. Er wird ein Meideverhalten zeigen, wird ihnen mit Sicherheit nicht vertrauen oder im schlimmsten Fall nie mehr vertrauen. Und solche Hunde kommen dann auch irgendwann mal im Freilauf nicht mehr. Weil sie ohnehin wissen, dass wenn sie kommen, bestraft werden, vielleicht ist er erst beim zweiten Mal rufen gekommen oder beim dritten Mal. Auch sonst, wenn sie einen Hund bestrafen für ein Fehlverhalten, ist das absurd, weil ein Hund nicht den Hauch einer Vorstellung hat, was für uns Menschen ein Fehlverhalten ist. In seiner Welt macht er grundsätzlich alles richtig. Jedes Tier macht in seiner Welt grundsätzlich alles richtig. Und Tiere oder jetzt auch spezielle Hunde bestrafen einander nicht, sondern sie verteidigen entweder ihre Ressource oder ihren Individualbereich. Aber mit Sicherheit nicht fürs Nichtkommen beim Rufen. Rufen Hunde sich? Nein, sie rufen sich gar nicht. Das heißt, das, wofür wir Hunde bestrafen, dass er nicht sitzt, macht nicht Platz oder nicht Fuß geht, existiert in der Hundewelt per se schon mal nicht. Und wenn Sie einen Hund dafür bestrafen, bestrafen Sie bitte erstmal sich, dass Sie zu dämlich waren, Ihrem Hund das erwünschte Verhalten auch so zu vermitteln, dass er es versteht und dass er es auch nachvollziehen kann. Deswegen bitte bei erwünschten Verhalten den Hund immer loben, ihn bestätigen, Leckerchen, Lobeshymnen oder sonst was, gerade für den Rückruf, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann bitte haben Sie Nachsicht, es ist und bleibt ein Viech, um es mal ganz drastisch zu sagen. Und Tiere zu strafen, ist lächerlich. Würden Sie auch ein Kaninchen bestrafen oder eine Biene oder ein Reh? Nein, es ist Unsinn. Auch nur weil wir beschlossen haben, dass Hund in unserer Welt teilhaben, es war unsere Entscheidung, dann müssen wir ihnen liebevoll vermitteln, was wir denn letztendlich von ihnen möchten. Und das ist so einfach. Hund im Bett, auf der Couch, auf dem Sofa oder gar mit auf der Eckbank beim Essen geht gar nicht. Ihr wisst natürlich alle, weiß ja jeder, dass das der sicherste Weg ist, dass die Hunde die Weltherrschaft übernehmen oder zumindest uns dominieren. Ganz klar. Nein, bitte, liebe Hundehalter, bitte glaubt diesen Schwachsinn nicht. Das ist so albern. Hund im Bett, auf der Couch, auf dem Sofa oder wo auch immer, möglichst dicht bei Ihnen. Das stärkt die Bindung, die Beziehung. Ihre Hunde fühlen sich wohl in Ihrer Nähe, sofern Sie sie freiwillig wählen. Natürlich gibt es auch Hunde, die haben lieber ihre Ruhe, ist aber eher die Ausnahme. Aber bitte fördern Sie das. Hunde im Bett, auf der Couch, auf dem Sofa, mit auf der Eckbank, auf dem Schoß, auf dem Stuhl, egal. Je näher sie ihren Hunden sind, je mehr Liebe, Zärtlichkeit und Körperwärme sie ihnen geben, desto besser die Bindung. Sie wollen doch sicher auch alle, dass im Freilauf ihre Hunde möglichst dicht bei ihnen bleiben. Wenn sie sie aber schon im Haus, im Alltag ständig von sich wegjagen und am besten noch die panische Angst haben, ihr Hund hätte Kontrollzwang, wenn er sie auf Schritt und Tritt verfolgt im Haus, ist kein Kontrollzwang, sowas gibt es in der Hundewelt nicht, nur in der erdachten Dominanz-Menschenwelt. Bitte, das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass unser Hund dicht bei uns ist, gerade draußen, gerade im Freilauf. Hunde genießen unsere Nähe, aber wenn wir ihnen rund um die Uhr vermitteln, du bist unerwünscht, wie ich neulich auch erzählte, im Freilauf, Leine ab und lauf, hopp, los, vorwärts. Sie treiben die Hunde ständig von sich weg. Bitte, Ihr Hund liebt Sie. Schauen Sie, dass er Ihre Nähe sucht. Fördern Sie, dass er Ihre Nähe sucht. Zeigen Sie ihm, wie sehr Sie ihn lieben, weil er liebt Sie mehr, als Sie je in Ihrem Leben irgendjemand auch nur annähernd lieben wird. Der weiß genau, dass er das nicht darf. Ja, sind Sie sicher, dass er genau weiß, dass er das nicht darf? Warum bitte macht er das dann, wenn er doch genau weiß, dass er das nicht darf? Liebe Hundehalter, bitte, unsere Hunde haben wirklich überhaupt keine Ahnung über unsere furchtbaren Gesetze, die wir uns für ein Tier ausdenken und unsere Regeln und Grenzen und Zeug. Bitte, das versteht doch ein Viech nicht. Sorry, bitte,
Wenn ihr sie möchten, dass ihr Hund dieses oder jenes macht, dann vermitteln sie ihm es bitte so, dass er es auch versteht. Das heißt, bestärken sie alles, was er wünscht, ist positiv mit Lobeshymnen oder mit Leckerli. Und wenn er was macht, was sie nicht möchten, was in ihrem königlichen Gesetzbuch verboten ist für Hunde, dann bitte zeigen sie ihm stattdessen, was er machen soll. Hunde tun das, was sie tun möchten, aus dem Bauch heraus und weil sie es tun möchten und denken nicht nach, oh, mein Herr und Meister hat das aber verboten. Oh, ich sündige jetzt hiermit bewusst über meinen Herrn und Meister. Bitte, bitte, es handelt sich um ein Tier und bei einer Katze, bei ihrem Zwergkaninchen oder ihrem Meerschweinchen würden sie doch solche Gedankengänge auch nicht hegen. Bitte vermenschlichen Sie Tiere nicht. Und vermenschlichen heißt, einem Tier so etwas unterstellen. Das wollen und tun Tiere nicht, um sie zu ärgern. Ein Tier, jetzt hier besonders ein Hund, handelt im Hier und Jetzt und tut das, was er tun möchte, weil ihm gerade danach ist. Denn sein Ansinnen in seinem Leben ist, fröhlich sein, glücklich sein, leben und überleben. Mehr nicht. Und machen Sie es ihm doch ein bisschen einfacher. Einen kleinen Hund auf den Arm zu nehmen, draußen, wenn er Angst hat oder wenn er kläfft, das geht gar nicht. Das weiß natürlich jeder von Ihnen, dass das Hochnehmen die Angst verstärkt und wenn der Hund draußen den anderen ankläfft, dass seine Aggression dann natürlich verstärkt wird, weil er oben auf dem Arm denkt, dass er der Chef ist. Natürlich, das weiß jeder. Herzlich willkommen im Reich der Märchen und Mythen über Hunde. Teil, keine Ahnung. Bitte, liebe Hundehalter, wenn Ihr kleiner 2-Kilo-Hund draußen bellt, weil ihm ein Hund entgegenkommt, dann ist er unsicher, dann hat er Angst. Wenn Sie ihn wie Superman von oben in die Lüfte nehmen und dicht an sich rankuscheln, dann geht es ihm besser. Er fühlt sich sicherer, er weiß, dass er dort oben weniger verletzlich ist, er ist dicht bei Ihnen. Das Hormon Oxytocin, das Kuschel- und Bindungshormon Oxytocin wird gebildet und der Hund fühlt sich geschützt, behütet und die Bindung zu Ihnen wird wesentlich gestärkt. Prüßt euch, mein Schatz. Oh, Entschuldigung. Die Ausrede, dass der andere Hund dann erst recht zubeißt, ist ein Schmarrn. Wenn er am Boden ist, wird er erst recht gebissen. Hätte der andere Hund Beschädigungsabsichten. Also in so einem Fall, wenn jetzt ein anderer Hund auf ihn zustürmt, lieber einmal zu viel hochgehoben als einmal zu wenig. Das entscheidet schnell über Leben und Tod. Und gerade so kleine Handtaschenhündchen werden schnell mit Beute verwechselt und im Affekt totgebissen. Nicht, weil der andere Hund so aggressiv ist, sondern weil er sagt, hey cool, was Kleines bewegt sich, super draufstürzen, toll. Und wenn Ihr kleiner Hund Angst hat und Sie nehmen ihn auf den Arm, dann tun Sie nichts anderes, als jede gute Tiermutter es mit ihrem Nachwuchs machen würde. Man nimmt ihn unter die Fittiche im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist er auch sicher und geschützt und fühlt sich wohler. Und ein Hund auf dem Arm denkt nicht, dass er Chef ist. Und wenn er von oben runter bellt, dann nur deswegen, weil er sagt, der andere ist mir immer noch zu nah, ich fürchte mich. Drehen Sie sich bitte einfach weg oder legen Sie den zweiten Arm noch um ihn rum, behüten Sie ihn, kuscheln Sie ihn ein. Und wenn er immer noch sagt, mir ist das alles zu viel und zu eng, schieben Sie ihm Leckerchen ins Schnäuzchen rein, tun Sie alles, um ihn diesen Stress und diese Unsicherheit zu versüßen, die Situation zu versüßen, sodass er merkt in Zukunft, hey, großer Hund kommt, mir wird mulmig, Mama rettet mich und einen Keks gibt's obendrein. Ich freue mich schon auf die nächste Hundebegegnung. Es ist alles halb so wild. Es heißt ja oft, man soll seinen Hund nicht zutexten, nicht zuquatschen, nicht zu viel mit ihm reden. Ja, aber liebe Hundehalter, warum hat man denn dann einen Hund? Darf man mit anderen Haustieren auch nicht reden? Also bei Katzen ist dann auch das Schweigegelübde angesagt. Oder beim Wellensittich, ach nee, mit dem darf man reden, der soll ja auch reden. Oh, voll anstrengend, diese Gebrauchsanweisung für Haustiere. Nein, bitte, liebe Hundehalter, bitte reden Sie mit Ihrem Hund. Sie dürfen ihn zutexten, zulabern, vollquatschen, ohne Punkt und Komma, aber bitte nicht mit Kommandos oder all diesen Wünschen, die Sie von ihm haben. Komm hier, komm jetzt her, Sitz, Platz, Fuß, sowas meine ich natürlich nicht, aber unterhalten Sie sich doch mit ihm, ganz normal, reden Sie mit ihm. Und Sie werden merken, das ist ganz erstaunlich, was für komplexe Sätze unsere Hunde verstehen, wenn wir normal mit ihnen reden, wirklich ganz normal wie mit einem Menschen. Lachen Sie nicht, das ist wissenschaftlich erwiesen.
Und ich bin selber immer wieder erstaunt, wenn wir so beiläufig mit unseren Hunden reden, was das zur Folge hat. Es ist wirklich ganz faszinierend, was Hunde alles verstehen. Je normaler Sie Ihren Hund behandeln, wirklich behandeln Sie ihn wie ein Familienmitglied. Und das ist er. Er ist ein Familienmitglied auf vier Pfoten. Ein Familienmitglied, das Sie auf ewig lieben wird. Reden Sie normal mit ihm. Ihre Bindung wird gestärkt. Erzählen Sie ihm schöne Geschichten. Und wenn er gestresst ist, zum Beispiel bei einer Hundebegegnung, dürfen Sie ihn zutexten. Das ist überhaupt kein Problem. Sagen Sie ihm, hey, ja, ich verstehe, voll doof der Hund, der hier uns entgegenkommt. Gleich haben wir es geschafft zusammen. Hey, super, und schon haben wir es geschafft. Schon ist er weg. Großartig gemacht, Hundchen. Das alles verstärkt die Bindung und Sie werden sehen, je weniger Sie in Kommandos reden, wir sind ja nicht bei der Bundeswehr und wollen das doch eigentlich auch nicht sein, Bundeswehrspiel mit unserem Hund. Je mehr Sie normal mit ihm reden, desto mehr wird er sich entfalten können. Sie werden sein wahres Ich kennenlernen und das ist doch wesentlich spannender als ein Hund, der mit Grundgehorsam mit Ihnen durchs Leben geht und Ihre Kommandos befolgt, wann immer Sie es wollen. Dann haben Sie einen Roboter, ein funktionierendes Etwas, das zufällig aussieht wie ein Hund. Deswegen behandeln Sie ihn liebevoll und er wird es Ihnen danken. Probieren Sie doch bitte mal Folgendes aus. Wenn Sie das nächste Mal Ihren Hund draußen in den Freilauf entlassen, also die Leine lösen, dann sagen Sie doch mal bitte nicht, los, lauf, vorwärts, animieren Sie ihn nicht, vorwärts zu laufen und auch während des Gehens. Werfen Sie ihm nichts, schmeißen Sie keine Bällchen, keine Stöckchen, treiben Sie ihn nicht ständig an, irgendwas mit Action zu machen. Und dann beobachten Sie mal, was er denn nur eigentlich macht, während Sie so vor sich hin bummeln. Schauen Sie mal, wie viel er wirklich an Galoppphasen braucht, an Trabphasen und wie viel er davon im Schritt geht, schnüffelt, markiert und all seine Sinne einsetzt. Also nicht schneller, höher, weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass fast kein Hund Lust hat, länger als 2 oder 3 Minuten zu galoppieren. Den Rest der Zeit verbringt er mit dem, was Hunde eben so draußen tun. Schnüffeln, markieren, riechen, hören, schmecken, sehen, fühlen und so weiter. Und es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass wenn Sie einen Hund bis zum ersten Lebensjahr schon auf seine spätere angebliche Aufgabe vorbereiten, also auslasten, also dieses angebliche rassemäßige Auslasten, dass diese Hunde dann wirklich süchtig danach werden. Das wären Bällchen-Junkies, Stöckchen-Junkies, Agility-Junkies, Action-Junkies und das wären die Hunde, die dann nie zur Ruhe kommen. Wenn man hingegen einen Welpen bis zum ersten Lebensjahr gechillt in diese menschliche Welt einführt, ihm einfach zeigt, das Leben ist gemütlich und gechillt, bummeln, schlendern, spazieren, dann wird man mit größter Wahrscheinlichkeit, unabhängig von der Rasse, einen gechillten Hund haben. Das ist die Krux an der ganzen Sache, von denen die erzählen, ich krieg meinen Hund nicht müde. Dem macht es so Spaß. Der ist süchtig. Und das macht tatsächlich die Hunde so süchtig wie Koks oder Ecstasy. Falls Sie das jemals schon mal genommen haben, ich möchte hierzu sagen, ich bin 52 und war in meiner Pubertät kein Engel. Ich weiß, wie es ist. Es macht nicht körperlich süchtig, aber es macht psychisch süchtig. Und die Sucht auf Action ist Hunden gerade bis zum ersten Lebensjahr wirklich leicht anzuerziehen oder anzutrainieren. Und deswegen bitte, lassen Sie Ihren Hund mal draußen machen, was er will. Natürlich, der Rückruf sollte gut klappen, wenn er sagt, ich habe jetzt voll Bock auf Jagen. Wenn dem so oder so ist, bitte verwenden Sie eine Schleppleine. Aber hören Sie doch mal bitte auf, Ihren Hund ständig zu animieren, Leistung zu bringen. Tieren ist nicht langweilig. Hunden ist nicht langweilig. Wenn ihnen langweilig wäre, würden sie sich im Freilauf selber beschäftigen. Deswegen, ein Versuch ist es doch mal wert. Hören Sie doch mal bitte auf, Ihren Hund ständig zu animieren, Leistung zu bringen. Tieren ist nicht langweilig. Hunden ist nicht langweilig. Wenn ihnen langweilig wäre, würden sie sich im Freilauf selber beschäftigen. Deswegen, ein Versuch ist es doch mal wert.